Genau, die laufen gerne weiter, wollte ich gerade sagen. Kennen die ja nichts. Wo willst du lang? Bitte, sag mal links, rechts, 9 Uhr, 3 Uhr. Jetzt läuft sie wieder zurück, genau, und jetzt um dahin zu kommen. Wie konnte das passieren? So, nebenbei kann man wunderbar mal das Inventar aufräumen. Ich muss nachsehen, was mit den anderen ist. Hier kommen doch jetzt bestimmt Söhne des Vaniers. Nee, doch nicht. Bis sie mal zurücklaufen müssen. Das ja, ist ja, irgendwie. Die haben sich wahrscheinlich so kleine Erbsen hier im Schnee vergraben. Die muss er erstmal, damit er den Weg wieder weiß. Woran sie nicht gedacht hat, dass die Eulen die rauspicken und sie deswegen die Dinger nicht wiederfindet. Genau. Oder so eine Gedächtnislücke, wenn man weiß, oh, was wollte ich jetzt nochmal, ich muss nochmal zurücklaufen. Genau, wenn man einfach ne, in den Kühlschrank schaut und nicht mehr weiß, was man da eigentlich wollte. Genau, dann muss man wieder ein Stück zurücklaufen. Wo war ich? Ach ja, in der Stube, was wollte ich jetzt nochmal? Muss man ja wieder zurück in die Stube laufen. Es wird alles wieder gut mit euch. Sagt euch nicht, ich sehe nach euren Schwestern. Okay, die hat etwas von der Katzenfrau in Simpsons. Ja. Nur dass bei den Eulen sind. Am Ende wird's wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich so ein Champion-Gegner und sie wirft Eulen nach dem. Ja. Statt Katzen. Meine Lebenskraft ist ein Geschenk der Eulen. Nehmt sie wird euch heilen. Ja, mach du den Schrein, wir machen schon die Gegner drumherum. Keine Sorge. Genau. Ich muss nachsehen, was mit den anderen ist. Vier noch, ne? Ja, vier. Ja, einmal grob im Kreis laufen. Ah, da oben haben wir ein bisschen Eisenerz. Kann gleich auch mal mitnehmen. Das war's ja. Ja. Noch Eisenerz. Nehmen wir ja gerne mit. Na, damit wir wieder 150 Barren wieder herstellen können. Ich kann halt noch gar nicht so lange Eisenbarren überhaupt herstellen. Daran lag das. Aber ich hatte schon unglaublich viel Eisen in den Taschen. Es wird alles wieder gut mit euch. Sagt euch nicht. Ich sehe nach euren Schwestern. Wollen ja auch sicher gehen, dass es tot ist. So, jetzt läuft sie wieder zurück und gleich hierhin. Es ist auch zum. Und die möchten mit uns tanzen. Ja. Und was ich an Stärke besitze, schenke ich euch im Namen der Eule. Ich muss nachsehen, was mit den anderen ist. Ja, zwei Stück noch, dann haben wir's. Da nicht, wird ja rechts. Na, da haben wir doch den nächsten. Ja, genau.
Ach ja. Der war schnell. Ja. Aua. Der hat mich aber fies unterbrochen. Ich soll gerade auf Unterbrechung komme. Mesmer habe ich auch sehr gerne gespielt in Guild Wars 1. Ich weiß noch den nicht. Den kenne ich hier nicht. Also ich habe hier Mesmer, den kriege ich hier nicht zurecht. Also in Guild Wars 2 habe ich noch nicht ausgetestet, aber in Guild Wars 1 habe ich gerne Mesmer gespielt. Ich muss nachsehen, was mit den anderen ist. Da habe ich viel Krieger oder Monk. Ah, ja, Monks. Mit denen konnte man ja gut farmen. Ja, gefarmt habe ich mit denen nicht viel. Da hatte ich dann ja, auch zwei Heiler, dann halt mit Asmodin, mit dem habe ich auch Guild Wars 1 gespielt. Und da waren wir natürlich sehr gerne gesehen. Ne? Ein Heiler-Monk, ein Schutz-Monk. Da hatten wir keine Probleme, eine Gruppe zu finden. Ja. Das ging dann doch ziemlich lockig, flocker. Meine Lebenskraft ist ein oder Geschenk der Derwisch, mit dem konnte man auch sehr gut ja raschen. Sie wird euch heilen. Zur Schmiede, das war auch richtig. Derwisch, lukrativ. Der hat auch war auch interessant zu spielen, ja. Der war richtig interessant. Der hätten sie hier auch mal wieder einbringen können. So, das ist geschafft. Überlebende auf Lebenszeit. Okay, ohne zu sterben. 200.000. Diese Bösartigkeit vergiftet die Angehörigen der Eule. Ich muss etwas dagegen tun. Das ist einfach so ein... So. Ich glaube, dann sind wir hier doch soweit. Ne, die müssen wir jetzt erstmal beschützen. Genau, die müssen wir jetzt beschützen. Anhaben. Eure Schuppen halten uns nicht ab. Ach ja, kommt her. Ich wollte gerade in den Nahkampf wechseln und da ist er schon tot. Das ist doch. Jetzt läuft sie wieder hoch, hä? Frau, entscheide dich, bitte. Und soweit hole ich mir mal das Silbererz hier. Machst dann keine Gegner bei ihr in der Nähe. Zu Boden. Ihr seid hier nicht willkommen. Fort mit euch. Oh, jetzt geht's ja richtig zur Sache hier. Zack. Ja. Und alle mit Hammer wieder. Alle werden unterbrechen. Zack, zack, zack. Ja. Wo willst du denn genau hin? Sehen wir das auf der Karte? Nee, leider nicht. Nee. Schamane des Drachen. Ah, Veteran. Okay, Veteran. Ich euch aus dieser Welt. Auf den warten wir doch die ganze Zeit. Ja. Sie über das Heim der Eule gebracht haben. Das war meine tägliche. Deine hast du ja schon lange voll, ne? Ja, meine sind schon voll. Seit 3 Stunden, ne? Irgendwie so. Ja. Ich hab nicht ganz gezählt. Jetzt lassen wir so noch das Drachentotem machen. Oh, mein Bein! Sehr gut. Und hast du auch schon ein paar Drachen-Events gemacht? Drachen-Events? Nee. Ja, die täglichen Drachen-Events oder die stündlichen, die immer kommen? Nö. Da kann man auch richtig gut absahnen. Auch Geld und Objekte-mäßig. Das ist irgendwie so Drachen. Stimmt, es gibt ja sowas wie Drachentimer. Irgendwie Drachen, die dann. Genau. Ich glaube, da hatte ich noch keinen.
Also, ne, nur durch die persönliche Geschichte habe ich mal quasi so einen Drachen mittlerweile besiegt. Das war doch hier die Clowninsel da. Mhm. So, ich glaube, hast du bei den Baumgrenzenfällen soweit das Gebiet? Einmal deine letzte Wegmarke markieren. Jo. Kannst du das? Moment. Mit rechte, ja. Linke. STG. Habe ich gerade mal geschickt. Sollte im Chat sich befinden. Ja. Gut, ist aber dahin. Umkämpft, ne? Die hast du den umkämpft? Schon? Die ist umkämpft bei mir. Okay. Und hast du ja, du hast recht. Wahrscheinlich der drüberliegende. Oder der runter? Die habe ich nicht, aber die hier habe ich. Die ist einfach nur weiter oben. Nehmen wir die. Dann treffen wir uns da wieder. Jo. Hast du denn heute Nachmittag auch noch? Oh, heute. Ich habe heute so etwa bis, ja, 1, 2 Uhr. Das passt ja gut, das also spricht da, mit mir auch. Also 20 Minuten. Danach nicht mehr wirklich. Das ist super. Sehr schön. Ich glaub, ein bisschen wie abgesprochen. Wie abgesprochen. Bisschen drecklos werden. So. Hab ich Dreck? Mal schauen. Ja, ein bisschen Schrott zu verkaufen. Wo gerade hier mal stehen. Mal den Becher Tee nachfüllen. Natürlich schöner Schwarzer aus Friesentee. Ne, ich habe meinen Kaffee schon aufgefüllt. Wo mein Rechner vom Regen abgestürzt ist. Ja, gut. So, wir müssen ja eigentlich nur den Weg ein bisschen runter. Dann kommen wir da dran vorbei. Und wo war der Weg? Da, okay. Hast du denn deine Story schon soweit, welche Fraktion dich anschließen möchtest oder kannst, oder hast du schon? Eine Fraktion habe ich mich angeschlossen, das war die Abtei. Und jetzt ist quasi dazu, dass alle diese Fraktionen zusammengeschlossen werden. Und zu erhören, super mega duper General wird. Das ist genau das, die ich noch nicht gemacht habe, die Abtei. Ich habe schon die Wächter, ne, heißen die Wächter? Ja. Und die, wie heißen die jetzt noch, die Schatten? Schatten? Kann man später dann die anderen Quests auch machen? Also die mit jeweils mit einem anderen Charakter. Anderen Charakter, ne? Ja. Hm? Okay, ich kann dich einfach da mitnehmen, wenn ich hier reingehe, ne? Ja, das kannst du. Sehr gut. Eben war es dunkel, jetzt ist es hell. Ja, das geht hier ganz schnell. Der Wetterumschwung ist furchtbar. Seid ihr Traherns neue rechte Hand? Er meinte, dass ihr kommt. Er ist oben im Wachturm. Natürlich, der versteckt sich da ganz oben. Das fand ich ja schon bei der Clowninsel schlecht. Er steht da und koordiniert. Sie wird uns fehlen. Traherne ist oben im Turm. Lasst ihn das Treffen beginnen. Ich bin und holt sich auch nachher die Lorblätter für ab, ne? Ja, genau. Wir haben. Hat das neue tolle Schwert bekommen? Ich nix. In diesem Traum. Ach, ich meine nicht. Okay, was hat er denn zu sagen? Ich bin froh, euch zu sehen. Ich muss die Orden Tyrias überzeugen, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige ist. Eure Mithilfe könnte durchaus entscheidend sein. Ja, was willst du denn jetzt von mir? Ich habe ja schon angesagt, dass ich ihn irgendwann durch den Rücken steche und dann Anführer werde dieser Armee. Ich habe alle wichtigen Persönlichkeiten versammelt. Sie stehen abrufbereit. Ich möchte, dass ihr euch der Diskussion anschließt. Ihr habt im Pakt eine wichtige Rolle zu spielen. Ja gut, machen wir doch. Dann lauf du mal vor zum Kaffeekränzchen. Danke für euer Kommen. Wir sind hier, weil die Clowninsel den Wert unserer Zusammenarbeit bewiesen hat.
Unser Pakt hat schon jetzt Erstaunliches erreicht. Als Anführer des Pakts nehme ich den Titel des Marschalls an. Meine Stellvertretung hier gehörte zu den Helden der Clowninsel und wird ab sofort den Titel Kommandeur tragen. Um Saitan zu besiegen und Orr zu reinigen, muss der Pakt in die Offensive gehen. Dafür brauchen wir Hauptquartiere. Ich schlage die Festung an der Terzetto-Bucht vor. Ich kenne diesen Ort. Imposant, leicht zu verteidigen und auf Saitans Türschwelle. Eine gute Entscheidung, Marschall Traherne. Die Wachsamen sind mit euch. Eine weise Entscheidung. Die Abtei wird euch zum neuen Hauptquartier des Pakts folgen. Und auch weiter nach Orr. Da habt ihr völlig recht, Marschall. Ein kluger Schachzug. Zählt auf den Orden der Gerüchte. Hervorragend. Ich beginne sofort, unser neues Hauptquartier an der Terzetto-Bucht vorzubereiten. Es hat den Codenamen Vor der Dreifaltigkeit. Ich freue mich dort auf euch. Einen Augenblick bitte. Ich hätte euch gern gesprochen. Ich finde den Namen Vor der Dreifaltigkeit furchtbar. Ja. Ich habe zwar die Zusage der Orden, aber nicht ihr Vertrauen. Glaube ich zumindest. Sprich bitte mit Duayan, Efut und Vinet. Helf mir zu verstehen, was ihr Bedenken mir und dem Pack gegenüber genau sind, damit ich sie beruhigen kann. Ja, ich spiele mal wieder deinen Lauf, Burschen. So, wo sind sie denn? Wahrscheinlich hier unten. Stehen sie irgendwo rum? Da. Ach so, jetzt sollst du sie bequatschen, ne? Genau. Ja, genau. Vinet, was hat die denn... ich verstehe, welche Vorteile uns der Bau eines Forts bringen würde, aber ich mache mir auf lange Sicht Sorgen über unsere Aussichten. Sag mir, was euch bedrückt. Tuhern verfügt über das Wissen, das wir brauchen, aber werden diese Soldaten und Spione auch auf ihn hören? Um diesen Pakt zusammenzuhalten, wird es Charisma und eine starke Persönlichkeit brauchen. Gut, dann wissen wir bei der schon mal Bescheid. Wir müssen Tuhern also zum Schönheitschirurgen schicken. Was hat Efut am Bedenken? Ein Fort so nah an Ohr zu erbauen, ist ein kluger Schachzug und wird uns viele Möglichkeiten eröffnen. Ich hoffe nur, dass Tuhern sie auch nutzen kann. Wenn ihr Bedenken habt, höre ich sie mir gerne an. Um es kurz zu machen, ein einziger Sieg bedeutet nicht, dass der Krieg bereits gewonnen ist. Bevor ich Tuhern Soldaten anvertraue, will ich sicher sein, dass er auch in brenzligen Situationen in der Lage ist, seine Männer zu führen. Guter Einwand. Kann er ja wunderbar, hat er doch schon gezeigt auf der Clowninsel, dass er schön mit seinem Schwert irgendwo hinzeigen kann. Ja, und das stimmt. Und Dörn, ein Fort also. Es wäre sinnvoll, denke ich, auch wenn es mir lieber wäre, wenn wir diese Kampagne weniger offensichtlich gestalten würden. Das klingt, als hättet ihr Bedenken. Was sind die? Ganz unter uns. Allianzen und ganz besonders diese hier sind sehr zerbrechliche Gebilde. Sie waren nur schwer zu schmieden und ich befürchte, es wird unmöglich sein, sie lange zu erhalten. Ja, verstehe. Da müssen wir also schnell hinne machen. Oder Patex benutzen. So, wo ist jetzt Tuhern reingegangen? Jetzt muss wieder hochlaufen, glaube ich, ne? Ja, da steht er. Natürlich steht er immer in erhobener Position. Habt ihr den Untervertretern gesprochen? Wenn sie Zweifel haben, könnt ihr sich diese fatal auf das Pakt auswirken und damit auf Tyria. Sie zweifeln an eurer Fähigkeit, diese Armee in den Krieg zu führen. Oh, das sage ich ihm so gerne. Das hatte ich befürchtet, aber ich verstehe sehr gut, dass sie einem unbeschriebenen Blatt wie mir... ein unbeschriebenes Blatt wie mir, das ist ja schon ein Flachwitz bei ihm. Nicht uneingeschränkt das Vertrauen schenken können. Saitan wird mir aber die Gelegenheit geben, mich zu bewähren. Bleibt zu hoffen, dass ich ihren Glauben an mich nicht schon davor verliere. Sie werden zweifellos einsehen, dass eure Kenntnisse von Ohr unverzichtbar sind. Na, das sage ich ihm tatsächlich mal. Ja, aber unverzichtbar ist nicht unbedingt auch inspirierend. Ich muss ihm beweisen, dass ich den Druck standhalten kann, dass ich das Zeug dazu habe, diesen Krieg zu gewinnen. Jo, was machen wir denn als nächstes? Sprechen wir jetzt mit den Schmieden. Ich habe ein paar der besten Rüstungswaffenschmieden aus Tyria versammelt. Sie werden den Paktsoldaten die nötigen Werkzeuge liefern, um in Ohr zu bestehen. Wen habt ihr denn eingeladen? Baigard, Denorn, Okam, den Sevari, beides hervorragende Meister ihres Fachs. Außerdem habe ich den Tengu Izu Stahlschrei dazu geholt. Für ihn habe ich etwas ganz Besonderes im Kopf. Klingt doch gut. Ich finde mich nicht sehr inspirierend. Hoffen wir, dass jetzt die Schmiede die meine Herausforderung aus Schmiede ansprechen. Ehrgefühl annehmen. Ja. Oder zumindest aus Stolz.
Gut, Beigard. Danke für euer Kommen. Ich bin Marshal Treherne und habe euch alle hierher geladen, weil ihr die besten Schmiede und Handwerker Tyrias seid. Ich schmiede einen Pakt gegen die Altdrachen. Die drei Hauptorden Tyrias wollen ihm beitreten. Aber wir brauchen euch und euer Können. Es ist eine Ehre, euch zur Seite zu stehen, Erstgeborener. Euer Gesandter hat mir schon ein ähnliches Angebot unterbreitet. Ich nahm es an, sonst wäre ich nicht hier. Ha! Es gibt nur einen besten Schmied in Tyria und der steht vor euch. Ich bin bereit, es zu beweisen. Hervorragend. Ich habe eine Liste möglicher Projekte. Meine Quartiermeister sorgen dafür, dass ihr alle nötigen Werkzeuge und Materialien bekommt. Bitte fangt sofort an. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Das Team, das die Rancor-Ruinen erforscht, wurde von Untoten überwältigt. Hat er gerade noch so geschafft, ja? Wie so ein schlechter Hollywood-Film, ne? Ja. Die schlechten Szenen leben halt in Spielen dann weiter. Ja. Bote Nelson, was hat Mandela denn zu sagen? Auferstandene Untote scharen davon. Die Gruppe.